Was geht, Freunde? Euer Lieblingshund Kiro ist back am Start mit einer richtig fetten Ankündigung, das ich schon seit längerem geplant habe. Die Leute auf dem Discord wissen schon mal Bescheid, aber wirklich, wisst ihr was? Ich werde hier gleich einmal hüpfen und dann sind wir plötzlich draußen, denn draußen ist gerade wirklich noch sehr schönes Wetter und da würde ich die Ankündigung mit euch einmal durchsprechen. Pass auf, deswegen... Boom, Alter. Und plötzlich sind wir draußen, denn es ist einfach schönes Wetter immer noch am Abend. Und jetzt kommen wir zur großartigen, großartigen Ankündigung von... Ja? Wieso? Ich filme mich. Ja, warum zeigt die Kamera denn auf mich? Ja, ich... Haben, Sie das Handy mal bitte runternehmen? Ich weiß. Haben Sie irgendwie... Haben Sie die Innenkamera? Ich möchte nicht gefilmt. Die Innenkamera benutze ich. Ja, das ist mir egal, aber die Kamera zeigt gerade genau auf mich. Ja, nein, sie zeigt auf mich. So, nee, guck, können Sie den Bildschirm hier so ein bisschen sehen? Nee, aber ich möchte, dass Sie das löschen. Wieso? Ich filme mich. Ja, weil ich Angst habe, dass ich da drauf bin. Ich bin jetzt extra hierher gegangen. Es ist mir egal, ich kaum jemand ist. Sind Sie nicht? Ja, ich möchte das aber nicht. Hallo, soll ich die Polizei rufen oder was? Das brauchen wir nicht. Müssen wir das so klären? Die können auch nichts dagegen machen. Ich gehe jetzt einfach weiter. Ich filme Sie nicht, nee, okay? Ich möchte, dass Sie das löschen. Ich filme Sie nicht. Nein, zeigen Sie mir, wie Sie das löschen. Ich zeige Ihnen das Videomaterial. Dann können wir, dann können Sie sehen, dass ich Sie nicht gefilmt habe, okay? Wehe, wenn ja. Ich das irgendwo online sehe, dann werde ich aber drohen, wirklich. Alles gut. Ja. Jedenfalls, ich gehe jetzt heim. Freunde, am Ende des Tages verstehe ich überhaupt nicht, was sie von mir wollte. Ich hatte ja wirklich die Innenkamera, aber ist okay. Kurzer Zwischenfall draußen, das ist aber mal wieder die Bestätigung, warum man als Gamer eigentlich nicht raus sollte. Und am besten gar nicht duschen. Aber jedenfalls, da kommt hier plötzlich die Frage, Kiro, welche Ankündigung hast du denn jetzt? Und zwar beginnt am Freitag, der 9.8. ein Submarathon auf Twitch von mir. Angesetzt sind 6 Stunden Streamingzeit von mir persönlich und alles, was an Raids, Spenden oder Subs reinkommt, wird natürlich die Zeit verlängern. Wenn du jetzt am Freitag gerade das Video schauen solltest, dann werde ich wahrscheinlich schon live sein auf Twitch. Deswegen check den ersten Link der Videobeschreibung direkt ab, denn ich starte um 11.30 Uhr, 6 Stunden Livestream-Zeit. Das heißt, um 19 Uhr bin ich ungefähr wieder fertig. Um daraus nicht natürlich nur eine stumpfe Ankündigung zu machen, gibt es hier auch kurz mal eine Liste, was ich denn alles mache. Denn dort drin werden Real-Life-Sachen passieren. Es wird Challenges geben pro 10 Subs. Dann haben wir noch Staffelungen von 10, 100, 200 etc. Subs. Das heißt, da werden auch noch sehr viele Aufgaben auf mich zukommen und Ziele, die ihr erreichen könnt. Dazu, wie schon eben angesprochen, pro 10 Subs gibt es dann ein Glücksrad, wo ich drehen kann. Und dort wird eine sehr unangenehme Aufgabe auf mich warten, die ich dann erfüllen muss dafür. Und da staffelt sich natürlich auch, also 10 Subs einmal drehen, 20, 30, 40, 50 Mal dann eben 2, 3, 4, 5 Mal am Glücksrad drehen. In der Gaming-Kategorie geht natürlich alles über Minecraft zu Elden Ring, zu Enshrouded, Real-Life-Stuff. Also es wird wirklich sehr cool. Und hier hinter mir ist ein Sofa mit meinem neuen Mauspad, wo ihr mich dann auch, je nachdem wie lang der Marathon geht, schlafen sehen könnt. Ist das nicht toll? Deshalb, Freunde, ich habe mega, mega Bock auf diesen Sabaton. Es wird mir sehr viel Spaß machen, weil das auch überhaupt der allererste Sabaton ist, den ich jemals gemacht habe. Und ich glaube, so könnt ihr mich auch nochmal auf einer etwas sehr persönlichen Ebene kennenlernen, denn ihr werdet mich beim Schlafen sehen, ihr werdet mich beim Videos aufnehmen sehen, beim Videos schneiden sehen. Also wirklich das komplette Programm, wenn ihr euch schon immer gefragt habt, wie dieser Kiro überhaupt seine Videos macht, was dieser Kiro überhaupt in seiner Freizeit macht. Natürlich werde ich euch beim Duschen nicht mitnehmen, ganz klare Sache. Da werde ich mal ganz kurz hier weg sein und ich lasse euch ein Video abspielen oder so und dann gehe ich mal duschen, weil Hygiene gehört ja immer noch am Ende des Tages dazu. Und im Übrigen, dass ihr euch keine Sorgen macht oder so, die Szene mit der Karen war eine inszenierte Stelle, einfach für einen kleinen Spaß. Ich weiß nicht, ich fand es irgendwie witzig. Ich hoffe, ihr fandet es auch irgendwie witzig. War lustig. Grüße geht da auf jeden Fall raus an Eluna. Vielen Dank fürs Mitmachen bei diesem ganzen Schabernack. Und ja, Freunde, ich freue mich extrem. Erster Link in der Videobeschreibung. Es freut mich, wenn ihr auf Twitch vorbeischaut.